ist einfach das Paradies. Es ist eine riesengroße Familie und es macht einen immer stolz, dass man ein bisschen was dazugeben kann, dass die Jungs sich weiterentwickeln. Und ich bin jetzt 20 Jahre dabei, würde gerne noch ein bisschen weitermachen, soweit die Füße tragen, sage ich mal. Man kann noch so einen stressigen Arbeitstag gehabt haben oder so. Man kommt hier hin, sieht die Trainerkollegen oder so oder guckt in die Augen der Torhüter, wie viel Spaß die haben. Das gibt einem so viel und von daher ist es einfach das Schönste auf der Welt, hier Torwarttrainer zu sein. Ich glaube, dass alle Leute, die hier arbeiten, die Bereitschaft haben, voneinander zu lernen. Dass sich halt keiner herausstellt und sagt, dass er weiß, wie Fußball alleine funktioniert, sondern alle haben begriffen, dass Fußball eine Teamleistung ist und das ist nicht nur auf dem Platz der Fall, sondern auch außerhalb. Wir haben sehr kurze Wege zum Profiteam. Diese Verzahnung Leistungszentrum, Profiteam und Geschäftsstelle ist die Grundlage für sportlichen Erfolg. Das ist die Motivation unserer Arbeit. Wir wollen die Jungs dann irgendwann in unserem schönen Stadion sehen. Im Wiener weißen Trikot. Dafür macht man die ganze Sache. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Grundsätzlich, wie es für mich als Spieler oder für meine Mitstreiter auch waren, die aktiv beim VfL spielen durften, ist es ein Privileg, lila-weiße Trikots tragen zu dürfen. Ist es nicht selbstverständlich, mit den besten Talenten arbeiten zu dürfen? Ich glaube, Joe in seiner Person als Trainer und als Spieler hat diese Identifikation vorgelebt. Und wir versuchen das natürlich mit unserer Identifikation, die wir auch im Herzen tragen, weiterzuleiten oder weiterzugeben an die Spieler hier. Es ist eine offene Nachwuchsarbeit, die gemacht wird von kompetenten Fußballlehrern, die wir in unserem Team haben. Viele, viele ehrenamtliche Kräfte, die mit Engagement, mit Leidenschaft, mit Begeisterung an der Nachwuchsförderung arbeiten. Das ist etwas ganz Besonderes, gerade hier an der Bremer Brücke aufzulaufen und das erfüllt mich mit Stolz, auch für die Kollegen. Die Jugendförderung funktioniert so gut, weil wir halt sehr viele außergewöhnliche Menschen haben, die halt sehr viel Zeit investieren. Erstmal liebe ich den Fußball und ich sehe gerne halt die Jugendlichen, die hier ausgebildet worden sind, die ich halt persönlich kenne, halt beim Fußball spielen. Deswegen betreiben wir diese Arbeit, nicht nur unsere soziale Verantwortung, sondern dass wir halt irgendwann halt Profifußballer, die hier in Osnabrück ausgebildet worden sind, auf dem Platz sehen.